Monate später auf den Schiffen der imperialen Macht. Nee, der Rebellen. War das Rebellenschiff? Ja, krass. Die Imperatorin Organa ist eine Weile her. So eine Republik ist äußerst aufwendig. Die Jagd auf eine imperiale Flotte auch. Es wird noch aufwendiger, Commander. Ich habe eine Bitte. Einer unserer Generäle ist verschwunden. Die Spur führt nach Takodana, aber er meldet sich nicht mehr. Suchen Sie bitte noch Han Solo. Oh, den kennen wir ja auch. Han Solo, den kenne ich auch. Takodana. Der japanische Planet. Tako. Oder mexikanisch, weiß man nicht so genau. Vielleicht beides. Wabbel. Ich hab ein Gesicht. Ein großes Gesicht mit Hörnern. Ich wackel durch die Bar. Lalalala. Oh, ich hab noch ein grässlicheres Gesicht. Da. Gib mir noch ein paar Grand Slings. Nein, erst wenn du den letzten Drink bezahlst. Komm schon, du weißt, du kriegst dein Geld. Von dir kriegt man in aller Regel gar nichts. Wo ist mein Wookie? Chewie arbeitet am Falken. Auf Yomark hat's den Langstreckenkommunikator erwischt. Solo, du bringst ihn überhaupt nicht mehr mit. Du machst ihn eben nervös. Ihr zwei habt doch irgendwas vor. Spuck es schon aus. Du weißt doch, alle Geschäfte laufen über mich. Die Mafia-Braut. Ich treffe einen imperialen Verräter. Er sagt, er kann helfen, die Wookies auf Kashyyyk zu befreien. Kennst du ihn vielleicht? Ich schwöre, wenn du mir hier das Imperium in mein Schloss schleppst... Du weißt genau, ich hinterlasse keine Spuren. Komm schon, hilf mir doch. Hilf Chewie. Ich kenne diesen Mann nicht, aber es ist spät. Und meine Gäste hier werden immer gesprächig. Du. Taco. Danke, Mas. Ich schulde dir was. Taco. Du schuldest mir mehr als das, Han Solo. Und vergiss es ja nicht. Viele Flugstunden in der Skystrike Akademie für einen Rauswurf, um hier zu enden? Blödes Imperium. Da sind wir wieder bei Star Wars Battlefront in der Bar der tollen Musik. So, die Kunden labern ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ist das wichtig, weil wir sollten uns ja mit den Kunden Seite. Unterhalten. Nein, die Republik. Du hörst nicht zu. Bam, badam. Wisst ihr was? Der LD-65 wird nicht mehr hergestellt. Ach, wirklich? So ein Mist aber. Ich frage mich allgemein, wie das funktioniert, weil das ist ja jetzt nicht so, also würde ich zumindest behaupten, als Star Wars Unwissender, würde ich jetzt behaupten, dass das ja nicht so ein Krieg ist, wie wir ihn kennen. So, dass es Städte, Planeten, Länder gibt, die in irgendeiner Art sicher sind und die schicken dann Truppen in die unsicheren Gebiete. Das ist hier irgendwie nicht so. Oder wenn, dann in einem viel größeren Ausmaß. Also wer stellt die Flugzeuge her? Also, ehrlich gesagt, nein. Also wisst ihr, was ich meine? USA bekämpft beispielsweise Afghanistan. Beispielsweise. Panzer werden in USA hergestellt oder aus Europa importiert, je nachdem, welches Land angreift. Auf jeden Fall, Panzer werden in einem relativ sicheren Land hergestellt und werden dann dorthin geschifft. Aber hier gibt's ja irgendwie kein sicheres Land. Hier wird ja irgendwie alles bekämpft, oder nicht? Die Rebellen greifen jeden Scheißplaneten an und das Imperium greift noch viel mehr die ganzen anderen Scheißplaneten an. Wisst ihr, was ich meine? Sehr merkwürdig. So, mit dem muss ich jetzt quatschen hier. Der sieht auch schon so vertrauenswürdig aus. Mit dem würde ich sofort quatschen. Schön, dich zu sehen. Hör zu, Mann. Ich suche einen Freund, der heißt Paldora. Kennst du ihn? Nachdem du mich beim Circa-Job hast hängen lassen... Vergiss es. Hat doch alles geklappt. Muss es wohl, denn du bist hier. Hau ab! Finde deinen Paldora allein. Ihr könnt über eure blöden Bärte reden. Er hat also einen Bart. Alles klar. So, also der weiß schon mal nichts. Paldora
Keine Ahnung, kennt niemand. Dahin zu bringen, wo sie sein müssen. Da komme ich mir vor wie ein Genie. So, ja, so. Voll die groovy Musik. Achso, ich muss andere. Hä? Eins ist oben und eins ist unten. Achso, okay. Dann gehen wir erstmal in einen vertrauenswürdigen Keller. Ich muss aber echt sagen, die Bauweise finde ich cool. Das ist so. Ja, schon fast so mittelalterlich. Wahrscheinlich wurde es auch an den Burgen irgendwie inspiriert, sage ich mal, diese Bauarten. Finde ich eigentlich sehr, sehr schick. Und dann aber überall noch so moderne Sachen, wie hier die Lampen und so weiter. Es sieht geil aus. Also ich würde in so einem Ding hier wohnen. Vielleicht noch etwas modernisieren, aber ich würde drin wohnen. So, hey, du Mr. weißt Pandora. Was. Lange nicht mehr gesehen. Mein Wookie-Freund hat gerade nach Ihnen gefragt. Sie verwechseln mich wohl höchstwahrscheinlich. Dieser unerträgliche Mann ist da oben. Nichts für ungut. 2000 Credits? Okay. Mein letztes Angebot war aber anders. Was soll ich sagen? Oho, da hinten bricht ein Streit aus. Da bricht ein Streit aus. Wo denn? Der Markt ist in der ganzen Galaxis unverändert. Ihr zwei? Ich habe beste Kontakte. Glaub mir, ich habe beste Kontakte. Wir holen dir alles vom LKW runter. Und zwar kostenlos. Nur für die Ware musst du dann zahlen. Ach, schön. Wen spielen wir jetzt hier eigentlich nochmal? Luke Skywalker ist es nicht. Oh Gott. Han Solo, stimmt, so hieß er. Ihr merkt, ich bin ein richtiger Noob im Star Wars Universum. Und das, obwohl ich eigentlich sehr gerne die Spiele spiele. Was? Hat er gerade gesagt, Doping für die Haare? Er dopt sich und dann gewinnt er die Meisterschaft? Guten Tag, liebe Leute. Ey, du kommst doch aus Destiny, oder? Kommst doch aus Destiny 2. Du bist doch dieser komische, schmierige Hydrul. Hast dich umgefärbt? Er hat sich umgefärbt, damit er unentdeckt bleibt. So ein Schmierlappen. Denkt, er wäre voll Fame. Sie sehen genauso aus wie ein Freund von mir, er heißt Pandora. Ach, Sie meinen den Idioten, der Marin Zane Gold säuft? Dieser Idiot kann sich Marin Zane Gold leisten? Muss schön sein, was? Ja, auf jeden Fall. Mit dem bärtigen Mann sprechen, der im obersten Stock Marin Zane trinkt. Ich hab nichts in der Hand. Oh Gott. Wo ist denn der bärtige Mann? Ihr habt kein Bart, oder? Bist du bärtig? Der ist tatsächlich bärtig und der sieht auch so aus. Der sieht schon so aus, so schmierig. Der trinkt bestimmt irgendwas aus Gold oder auch nicht. Welcher ist denn der bärtige Mann? Alter, diese Geräusche. Aber er redet gerade. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Lululu, ich liebe Äpfel. Lululu, gib mir Infos. Han Solo, imperialer Spezialist Ralsius Pandora. Freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Ja, ja. Geht das nicht auch leiser? Oh, klar, klar. Wir treffen uns schließlich inkognito. Ich wette, Sie wollen wissen, wieso ich abtrünnig wurde, oder? Ja, ja, los, das möchte ich wissen. Dann gehen wir mal. Okay, los. Pandora hier rausschaffen. Dann komm mal. Natürlich nicht dabei, sondern in zwei Datenwürfeln im Wald. Zur Sicherheit. Und ich habe eine Knarre. Nicht im Ernst. Könnte auch an deinem Kopf sein. Sind imperiale Fracht. Kommt das alles für sicheres Geleit und Asyl. Und Ihre Geheiminfos von Kashyyyk? Alter, wie er die Treppe runterschwebt. Alles, was Sie für die Befreiung der Wookies brauchen. Sagen Sie mir, woher die Infos stammen. Imperiale Offiziere reden.
Machtspiel durchsucht. Vor allem bei Angus Rex. Falls Sie den kennen. Nein, nie gehört. Er ist ziemlich heftig. Ziemlich heftig bin ich auch. Auf eine andere Art und Weise, aber egal. Wir gehen hier mal raus. Jetzt, wo er aufhört zu quatschen. Also, die meisten Statistiker werden von agilen Kollegen getötet. Oh je. Ein Freund von dir? Ich nehme an, das ist deine Schuld? Ja, wie üblich. Was ist meine oberste Regel, Solo? Nicht kämpfen. Komm jetzt. Wir müssen weg. Der erste Datenwürfel ist bei einem Generator vor uns. Glaube ich, jedenfalls. Glaubt er. Super. Können Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Ach Gott. Ich bin jetzt Geheimer. So sieht er auch aus. Schreit erstmal rum, dass er inkognito. Ich kann es nicht aussprechen. Schnappen wir uns die Daten und dann ab zum Falken. Boah, den Falken, den wollte ich immer als Lego-Modell. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Star-Wars-Fan, aber ich liebe große Lego-Modelle. Ich wollte dieses riesige Modell immer. Na toll. Die sind nur extrem teuer. Ey, warum haben die jetzt bislang nichts gecheckt? Ey, ich hab den Headshot verpasst. Mann. Was haben wir hier noch? Oh, vollautomatisch. Ich auch nicht. Was? Han Solo hatte Pech auf Taka. Irgendwas. Ach man. Aber immerhin müssen wir nicht verteidigen. Ich bin ja schon gespannt, was wir als nächstes verteidigen. Ich persönlich vermute, wir müssen den Falken verteidigen. Den Millenniumsfalken. Den müssen wir bestimmt am Ende dieser Folge noch verteidigen. Hundertprozentig. So, erstmal von diesem Goldzeug wieder schlürfen, weil ich bin jetzt auch Geheimagent. Ich bin bärtig und trinke gerne Goldzeug. Ich bin jetzt Geheimagent. Ich nenne mich Sam. Sam Bischer. Sam Bischer nenne ich mich jetzt. Sturmkoppen, leise, wir müssen sie ausschalten. Ach, wirklich? Sie müssen das. Das ist nur Show. Ich kann gar nicht schießen. Na toll. So, jetzt kommen. Jetzt machen wir sie platt. Wir überrempeln sie einfach. Hat jetzt gerade auch schon super funktioniert. Das wird nochmal super funktionieren. Bin mir sicher. Ich auch nicht. So, Dele. Hummel, Zibini. Einer nach dem anderen. Auf jeden Fall, was haben wir hier denn noch für... was tut er? Hilfe! Er rennt einfach los und was ist das? Wünscht mir Glück! Zünden, ach so, Sprengladung, alles klar, cool. Der hat sich's gemütlich gemacht. Jetzt aber mal ganz im Ernst, die Details da unten, auch dass die Beine schmutzig sind und so weiter. Normalerweise sind die ja immer klinisch weiß. Und zwar hundertprozentig klinisch weiß. Anders kennt man die Dinger gar nicht. Und man fragt sich immer, warum wird da nichts schmutzig? Ich meine, auf weißem Zeug, da siehst du ja sogar Staub. Das finde ich sehr cool, dieses kleine, aber feine Detail. Okay. So, kriege ich jetzt Infos. Da ist irgendeine Höhle, da muss ich bestimmt rein. Kanalisation und so, da ist mein Zuhause. Platsch, 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 platsch. Hä? Wieso kann ich hier rein? Wieso kann ich hier rein, wenn Matti aus dem Schlachtfeld flieht? Alter Schwede, ich raste aus. Okay, vielleicht muss ich das später durch. So, durchsuchen. Er weiß natürlich den Code, er weiß alles. Hier ist nichts. So, gucken wir mal beim Chili Willy. Da liegt er. Wieso? Armin. Sehr gut. Oh, woher kommt ihr jetzt? Ihr Penner.
Alter, nein! Alter, Han Solo ist doch so ein Lutscher. Es tut mir leid, aber hier sogar Prinzessin Leia hatte mehr Leben als der Depp. Und woher kommen die, Mann? Warum erschnüffeln die eigentlich immer, wo ich bin? Und was ich gerade tue und was ich getan habe? Was? Ich flipp aus. Was ist das? Ich hab nicht mal Schaden bekommen. Oh, wahrscheinlich irgendeine Kackgranate oder so. Ah Mann, geh doch weg! Ey, so ein Lutscher! Blockiert er mir einfach die Deckung, der Depp. Waren das alle? Das waren alle, sehr gut. Okay, bei irgendeinem Schrein. Den hübschen Schrein erreichen. Es ist nur, nicht nur irgendein Schrein, es ist ein hübscher Schrein. Und ich bin nicht nur irgendein Hydrul, ich bin der hübsche Hydrul. Oder so ähnlich. Oh, jetzt teste ich mal das. Oh, ich habe ihn niedergerempelt. Cool. Bin ich eigentlich der Einzige, der dieses Geschwafel von diesem Möchtegern-Spion nicht aushält? Oh, das ist doch jetzt ein Scherz. Wo machen die denn ihre Speicherpunkte hin? Ich war doch schon beim Ich war doch schon beim hübschen Schrein, Mann. Erstmal wieder Goldpower ansaufen. Oh Gott, ey. Okay, danke, den ganzen Schmanien. Wer zum Fick hat Han Solo hier reingelassen? Mann, es tut mir leid, ich muss ein bisschen leiser sein. Hier ist gerade volle Arbeitszeit. Darf ich nicht unbedingt hier so rumschreien wie so ein Irrer? Das müsste Ihre Aufmerksamkeit erregen. Ey, das gibt's gar nicht. Und der Depp lebt immer noch. Und wieso stirbt nicht mal der Spion? Der hätt's verdient. Ach, ich kotz echt gleich. Und jetzt gleich darf ich wieder den hübschen Schrein suchen, wo ich dann wieder kläglich versagen werde. Und jetzt mal ganz im Ernst, warum benutzen die Stärksten immer nur eine Kalkpistole? Ich hasse Pistolen, ich hasse Revolver, ich hasse alles Handfeuerwaffenmäßige. Wieso treffe ich nicht? Hey, das ist doch ein Witz. Das ist doch echt ein Witz. Ja, da kommt wieder der hübsche Schrein. Ich nehme jetzt mal den Tunnel. Vielleicht komme ich da jetzt durch. Obwohl, das ist eine komplett andere Richtung. Ich versuche es trotzdem. Ihre Infos müssen gut sein, wenn Sie so viele Truppler auf Sie hetzen. Dem Imperium geht schlechter als alle Es denken. Geht. Und es hat Angst, dass die Republik es erfährt. Oh, Die Flotte verbraucht auf der Flucht vor ihren Angriffen mehr Treibstoff, als sie nachliefern kann. Alles klar für Zündung. 48 imperialen Offizieren ergibt sich und will Asyl. Wir haben 3,4% weniger Sternenjäger. Schön und gut, aber was ist mit Kashyyyk? Sind Sie sicher, dass Ihre Infos den Wookies helfen? Sie bringen sie auf den Planeten. Was hat die Republik denn vor? Nicht viel, aber ich und Chewie schließen die Arbeitslager auch allein, wenn es sein muss. Ah ja, der große Chewbacca! Ich freue mich schon auf Chewbacca macht die ganze Arbeit, ich weiß es. Han Solo ist voll der Lutscher. Etwa weil Mars wütend auf sie ist, sie wird ihn bestimmt bald verzeihen. Da kennen Sie Mars aber schlecht. Wünscht mir Glück! Haha! Ach, schön! Waren das jetzt alle? Ich will nicht nochmal drauf gehen. Wir müssen den Schrein finden. Ich bin ja schon dabei. Verändern sich unsere Hosen eigentlich auch? Also ist das berechnet oder vorgezeichnet? Ich nenne sie jetzt weiter. Zum Schrein?
Sprich, wenn wir durch eine Pfütze laufen, wird unsere Hose dreckiger oder sind die schon die ganze Zeit dreckig? Oder auch bei diesen Soldaten? Weil die sind jetzt mehr dreckig als die da unten. Die Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das sogar berechnet ist vom Spiel. Real Life. Oder Real Time. Okay. Ich bleibe hier drüben. Ich möchte bitte auch in Sicherheit bleiben. Ich will nicht. Und die auch ausschalten. Wow. Dieses Einsatzziel und die auch ausschalten. Klingt professionell. Professionell klingt das. Vor allem kommt es mir so vor, als hätte ich eine schallgedämpfte Waffe. Nein, stimmt gar nicht. Alles eine Frage des Timings. Tschüss. Was, du lebst noch? Oh, da kommt Nahkampf, Heini. Warte, ich kann dich auch nahkampfen. Oh, 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 wo rennt er hin? Wo rennt er hin? Was tut er? Nein, mitten rein. Oh, hinter uns ist schon wieder Nahkampf, Heini. Warte. Oh, 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 aua, 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 renn. Han Solo, du mieses Stück, renn. Uiuiuiui. Nicht anfassen. Ich sehe gerade gar nichts. So, jetzt aber. Warum werfen die mit Dynamit, Mann? Aua! Oh, das klingt schlecht. Waren das jetzt alle? Kommt er mit seinen Blunderhosen hier angerannt? Es tut mir leid, die Offiziere sind so schlecht angezogen, aber überall, du kannst den Film aus dem Dritten Reich angucken, die Soldaten sehen irgendwie geil aus und die Offiziere tragen dann so eine Scheiße, das ist überall so, ach Gottchen, oh Mann. Okay, die sind wieder halbwegs sauber und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann nächstes Mal weiter, dann holen wir die letzte Info und dann kommt wahrscheinlich wieder irgendein Verteidigungsding. Beziehungsweise erst müssen wir uns irgendwo rauskämpfen mit dieser geringen Lebensanzeige von dem wunderbaren Han Solo und dann müssen wir irgendwas verteidigen, ich spüre schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall noch ein Däumchen da. Und falls ihr neu seid, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Ansonsten schönen Tag und bis zum nächsten Video oder Livestream. Bis dann. Ciao.